Las Vegas ist sicherlich ein Ort, an dem es viele unbekannte Dinge gibt. Diese spezielle Sache könnte eine der ersten sein, von der du je gehört hast. Wenn man Las Vegas hört, denkt man an Glamour und glänzende Lichter. Man kommt, um Spaß zu haben, zu spielen und zu feiern. Dieses Bild haben die meisten Besucher. Doch Las Vegas ist geheimnisvoll. Deshalb gibt es auch das berühmte Sprichwort, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Anscheinend passiert noch viel mehr in Sin City. Die meisten Leute gehen zum Strip, um Verrücktes zu erleben. Aber es gibt auch Menschen, die aus anderen Gründen hier sind und das wird dich umhauen. Sie leben nicht auf dem Strip, sondern unter ihm. Ja, du hast richtig gehört. Man hat nämlich eine komplette Zivilisation im Tunnelsystem unter Las Vegas entdeckt. Wir haben dir ja gesagt, dass dies eine Premiere ist. Man nennt sie Maulwurfmenschen oder Tunnelmenschen. Es sind Obdachlose, die sich in den Tunneln unter der lebendigen Stadt Las Vegas niedergelassen haben. Es ist ein riesiges Problem, von dem die meisten nichts wissen. In Tausenden von Betonschächten wird das Regenwasser aus der Stadt abgeleitet. Wenn es nicht regnet, bleiben die Tunnel trocken. Aber bei Regen werden sie überflutet. Das kann gefährlich für die Leute sein, doch sie haben keine andere Wahl. Diese Menschen haben in ihrem Leben schon viel mitgemacht. Manche kamen damit nicht klar und sind in diesem Tunnelsystem gelandet. Der amerikanische Traum ist geplatzt. Für diese Menschen hat sich ihr Leben in eine lebendige Hölle verwandelt. Die meisten erzählen davon, wie schrecklich die Gesellschaft sie behandelt hat und wie sie gezwungen waren, an einen solchen Ort zu kommen. Es ist gefährlich. Aber was können sie tun? Wenigstens haben sie eine Bleibe, wenn auch nicht sonderlich gemütlich. Ihre wenigen Habseligkeiten können bei Überschwemmungen in Sekundenschnelle weggespült werden. Das kommt leider häufiger vor, bei manchen schon mehr als 10-mal. Danach müssen sie immer wieder von vorne anfangen. Wenn man es früh genug bemerkt, kann man seine Sachen retten, aber in der Regel kommt es überraschend. Außerdem könnten Gegenstände, die im Tunnel herumliegen, die Menschen treffen und sie können dann sogar ertrinken. Selbst wenn es keine Überschwemmung gibt, ist es sicher kein toller Ort zum Verweilen. Drinnen ist es stockdunkel und schmutzig. Es ist schrecklich. Aber sie müssen einen Weg finden, sich daran zu gewöhnen. Das ist die traurige Realität. Trotz der harten Umstände leben dort viele Menschen aus allen Teilen des Landes, schätzungsweise mehr als 1000. Nicht alle wohnen dort dauerhaft, aber es kann ziemlich eng werden. Das macht die Situation nicht einfacher und die Menschen sind nicht immer nett zueinander. Jeder von ihnen kämpft mit seinen eigenen Problemen und projiziert sein Unglück oft auf andere. Es gibt keine Überwachung dort unten, deshalb passieren oft schreckliche Dinge. Es soll der drittgefährlichste Ort des Landes sein. Hier kann alles passieren und das Leben dort ist riskant. Nur Menschen, die wirklich keine andere Wahl hatten, sind hier gelandet. All diese Menschen haben ihre eigene Geschichte. Journalisten konnten einige von ihnen interviewen. Viele Romane und Filme sind über sie entstanden, wie zum Beispiel in H.G. Wells Roman Die Zeitmaschine oder Marvel's Superman. Die Menschen neigen dazu, die Realität zu vergessen und dass es ein solches Leben wirklich gibt. Einer dieser Tunnelmenschen ist die apostolische Dame, die aus San Diego stammt. Sie läuft oft auf dem Strip herum, lebt aber im Tunnel. Sie wurde von mehreren Journalisten interviewt, die sie aber nur schwer verstanden. Sie hat ihnen erklärt, wo sie und die anderen Menschen leben und hatte sogar eine genaue Wegbeschreibung des Tunnelsystems. Eine andere Frau, die unter der Erde lebt, ist Angel. Die 54-jährige Texanerin lebt schon seit einiger Zeit im Tunnel. Nach vielen Herausforderungen entschloss sie sich eines Tages, ganz alleine hier einzuziehen und hat den Ort seitdem nicht verlassen. Sie weiß, wie gefährlich es hier ist und hat schreckliche Dinge erlebt, aber sie kann an keinen anderen Ort gehen. Im Laufe der Zeit haben die Tunnelmenschen Gegenstände hinuntergebracht. Zum Beispiel Kisten, Tische, Stühle und allerlei andere Dinge, die natürlich nicht viel wert sind, aber die Menschen haben ja auch nicht viel. Das Tunnelsystem ist manchmal nicht nur voller Menschen, sondern auch voller Zeug. Und solange die Flut es nicht wegspült, ist alles gut. Es gibt hier weder Toilette noch Dusche. Angel sagt, dass sie sich diese Dinge am meisten wünscht.
Als sie das letzte Mal geduscht hat, hat sie geweint. Etwas, das für die meisten Menschen selbstverständlich ist, kann für andere etwas unvorstellbar Wertvolles sein. Und dann gibt es noch das Paar Tommy und Shay. Sie sind so alt wie Angel, aber mit einer anderen Geschichte. Tommy hatte immer noch mit seiner Sucht zu kämpfen, wodurch er vieles verloren hat. Shay ist bis heute an seiner Seite. Die beiden sind gemeinsam im Tunnel gelandet und versuchen es sich so gemütlich wie möglich zu machen. Sie schlafen auf einer alten Matratze und haben einen kleinen Ofen, auf dem sie Wasser kochen können. Sie nennen diese kleine Ecke ihre Küche. Shay sammelt gerne Spielzeug und immer wenn sie eines auf der Straße oder im Müll findet, nimmt sie es mit in ihr Zuhause und kümmert sich darum. Manchmal unterhält sie sich sogar damit. Tommy lacht darüber und nennt sie einen Softie. Auch die 54-jährige Rusty und ihr Mann wohnen seit über 5 Jahren mit ihren 2 Hunden im Tunnel. Das Paar hat sich irgendwie an diesen Lebensstil gewöhnt, auch wenn jeder Tag eine Herausforderung ist. Rusty lebte in einer Sozialwohnung, verliebte sich in ihren jetzigen Ehemann und sie sind schon seit über 12 Jahren verheiratet. Leider hatte ihr Mann eine kriminelle Vergangenheit und kein Vermieter wollte ihn akzeptieren, sodass sie nicht einmal eine Wohnung mieten konnten. Rusty schwor sich, immer an der Seite ihres Mannes zu bleiben und ihm zu folgen, egal was passiert. Sie wollte lebenslang bei ihm sein. Ihr Mann war gezwungen, hier zu leben und Rusty folgte ihm natürlich. Ihre Zukunft ist ungewiss. Aber eines Tages wollen sie den Tunnel verlassen und in einem normalen Haus leben, obwohl die Chancen gering sind. Sie wissen nicht, wie sie aus ihrer Situation herauskommen können, deshalb machen sie das Beste daraus. Rusty und ihr Mann haben eine kleine Kühlbox, die sie ihren Kühlschrank nennen. Neben dem Zelt steht ein alter Pool, den sie manchmal zum Baden benutzen. Er dient gleichzeitig als Waschmaschine. Das Leben hier ist hart und es wird in Las Vegas manchmal unerträglich heiß. Rusty hatte sogar schon einen Schlaganfall, den sie wie durch ein Wunder überlebte. Doch manchmal ist ihre Psyche wegen der vielen Herausforderungen extrem angegriffen. Einer ihrer Hunde wurde von einem anderen Tunnelbewohner absichtlich verletzt und hat es fast nicht überlebt. Rusty erklärte, dass die anderen anfangs nett waren, doch sie fühlten sich nie wirklich akzeptiert und hatten es schwer, in die Gruppe aufgenommen zu werden, wo man sie schlecht behandelte. Der 43-jährige Anthony versuchte, die Situation zu erklären. Er selbst hatte auch kein einfaches Leben. Er war lange im Gefängnis und hat fast alles verloren, unter anderem seinen Sohn, der vor ein paar Jahren verstarb. Danach ging für Anthony alles bergab und er konnte am Leben nichts Gutes mehr finden. Schließlich landete er auch im Tunnelsystem. Anthony möchte, dass ihre Geschichte gehört wird. Sie denken, dass sich niemand um sie kümmert und dass die Leute sie für Abschaum halten. Sie sind hoffnungslos und brauchen Hilfe, bekommen aber keine. Von der Gesellschaft verstoßen, fühlen sie sich unsichtbar und ungehört. Anthony glaubt, dass es schlimmer nicht mehr werden könne. Jemanden zu vergessen heißt, seine Existenz zu leugnen. Er glaubt, dass die Menschen hier unten niemandem etwas bedeuten. Wir sind eine Epidemie für die da oben, erklärt Anthony. Dies sind nur ein paar Geschichten. Alle diese Menschen wollen nur überleben und ein normales Leben führen, aber sie sitzen fest. Sie sind dankbar für jede Hilfe und wollen gehört, gesehen und nicht vergessen werden. Das ist alles einfach unglaublich traurig. Die Leute haben keine Ahnung von den Menschen im Untergrund von Las Vegas, der großen, glamourösen und beliebten Stadt des Glücksspiels und der Partylöwen. Keiner weiß, was direkt unter seinen Füßen vor sich geht. Leider ist Las Vegas nicht der einzige Ort, an dem dies geschieht. Es gibt noch mehr Tunnelsysteme unter großen Städten mit noch mehr Menschen, für die dieser Lebensstil zur Normalität wurde. Was denkst du, wie wir ihnen helfen könnten? Glaubst du an eine Rettung? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Wir sind gespannt, was du zu sagen hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.